So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sword mit mir, dem Regi. Und nachdem wir in der letzten Folge Zeuge einer Krönung eines neuen Inselkönigs geworden sind, geht es heute auch gleich weiter. Denn wir haben von Hapu, der neuen Inselkönigin, erfahren, dass wir jetzt auf oder nach Kokowai Island müssen. Heißt also, wo müssen wir uns jetzt als erstes hingeben? Laut Karte zum Dorf des alten Seevolkes. Heißt also, wir steigen mal gleich auf Glurak und der soll uns da mal kurzerhand hinbringen. Aber ich muss sagen, diese Musik in diesen Schreinen, die ist super mysteriös und ich finde die echt sehr gut und vor allen Dingen auch atmosphärisch. So, Hapu und Lili sind sogar schon da. Was ist da los? Ging aber hier recht zügig. Danke, Hapu und danke, Pampros. Dafür sind Freunde doch da. Für Freunde? Ein so talentierter Trainer wie Hapu betrachtet mich als Freundin? Nochmals danke, Hapu. Ich werde nicht aufgeben, was auch geschieht. Sprich am besten mit dem Oberhaupt des Seevolkes, wenn du Kokowai Island einen Besuch abstatten möchtest. Ich wünsche dir eine gute und sichere Reise. Pampros, ich auch. Und weg ist Hapu. Heißt also, wir müssen jetzt mit dem... Was war das nochmal? Mit dem Bürgermeister sprechen, richtig? Wenn man ihn so nennen darf. Naja, Hapu würdigt uns keines Blickes und zischt davon, während wir jetzt erstmal den Boy suchen müssen. Ich glaube, der war hier beim Carpador, richtig? Ach, ich kann ja auch einfach auf die Karte gucken, ich Depp. ich suche hier schon und kann einfach auf die Karte gucken. Was soll denn das? Habt ihr sie gefunden? Ja, und Hapu ist jetzt die neue Inselkönigin. Na, das ist doch wunderbar. Da würde sich ihr Großvater aber freuen. Ja, sie würde sich für ihre... Ja, sie wird sich für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für Mutter und Wölchen geben. Oh, und wir kennen uns... Wir kennen auch nun auch unser nächstes Ziel. Yep, Kokowai Island. Oh, Kokowai Island. Ach, ihr meint, wo sich die Flöte befindet. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da der Captain von Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselwanderschaft ja fürs Erste eh nicht ablegen. Also gut, dann ab auf Bord mit euch. Mein Schiff, die Carpador. Interessant. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz sicher gemütlich ans Ziel. Passen wir da eigentlich überhaupt alle rein? Sieht so aus. Nettes Schiff haben sie da, Captain. Und da erzählt er uns ja erstmal seine Story. So. Also, wie groß ist denn Kokowai Island? Was erwartet uns überhaupt auf Kokowai Island? Wir werden es natürlich früher oder später sehen. Also, tropisch sieht es hier auf jeden Fall aus. Kokowai Island. So, da wären wir endlich. Kokowai Island. An diesem Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Flöte. Ich glaube, so langsam verstehe ich, dass Trainer, die ein Pokémon an ihrer Seite haben, nichts im Weg steht. Ich glaube auch, aber du hast doch gar keins. Aber erstmal wieder schön davon zischen, richtig? Ach, Lilly. Hohohoho. Das war meine Improvisation einer Lache. Das war gerade nämlich schon ziemlich nötig. So, Kokowai Island. Wie gesagt, ich bin gerade am überlegen, was uns hier auf jeden Fall erwarten wird. Oweis. Also ich glaube, dass uns hier Oweis erwarten würden. Hätte man sich fast denken können, ne? Ich meine, wie heißt die Insel nochmal gleich? Kokowai Island, alles klar. Weiß ich Bescheid. Und Freezing Fox ist angeschlagen. Naja, wie dem auch sei. Ah, für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür für die Zukunft öffnet. So sehe ich das zumindest, Regi. Und auch Tali. Und Hapu ebenso. Ja? Oh mein Gott! Ah, Regi! Der Klassiker, Leute, der Klassiker. Ich hab ja schon. Da haben wir das Monster. Ein Kokowai Wild erscheint. Die Palme in Lebensgröße, die nicht ins Bild passt. Was sehr, sehr edel und lustig ist. Kokowai, ein neues Drachen-Pokémon. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Drachen-Pokémon vom Typ Pflanze-Drache. Heißt also, es hat eine Vierfachschwäche gegenüber Eisattacken. Heißt für mich, ja, Freezing Fox müsste das auf jeden Fall zum Mond schießen können. Kokowai.
Ja, der gute alte Klassiker, ein Kokowai und Ladungsstoß. Eieiei. Ah, schwierig. Ladungsstoß versus Funkensprung. Ich glaube, ich nehme sogar tatsächlich Ladungsstoß rein. Einfach weil, naja, Ladungsstoß ist stärker als Funkensprung. Beides hat aber dieselbe Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu paralysieren. Ich nehme Ladungsstoß. Bin ich vielleicht erschrocken? Das war ein Kokowai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss das Klima hier in Alola liegen. Oder an dem Klima in Alola liegen. Scheint geschockt zu sein. Oder auch nicht. Erstmal lachen, ey. Ja gut. Dass es in Kokowai oder auf Kokowai Island Kokowai gibt, hätte man sich, glaube ich, tatsächlich denken können. So, gibt es hier irgendwelche coolen Items? No? No coole Items? Ah, hier gibt's doch bestimmt was, oder nicht? Hier gibt es nichts? Ernsthaft? Hier gibt es tatsächlich nichts. Alright. Also, Lilly, was steht jetzt an? Regen, ach so. Es regnet ja. Ganz komisches Wetter hier. Vielleicht liegt das auch in den Pelipern, die ja jetzt auch Niesel als Fähigkeit haben. Oh, romantisch. In Alola regnet es auch manchmal, was? Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner früheren Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch unbedingt einmal machen. Als mich Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz eilig nach draußen, ohne dabei an einen Regenschirm zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns dabei natürlich beide eine Erkältung. Sie ließ mich bei sich in ihrem Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann veränderte Mutter sich dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabestien im Sinn. Null und Wölkchen. Sie mussten beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du was, Rigi? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir weiter. Du hilfst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Und auch im Aether-Paradies. Ich konnte nichts tun, außer darauf zu warten, von dir und den anderen gerettet zu werden. Wann immer ich in Schwierigkeiten steckte, bist du zur Stelle. Kokowai. Sag mal, Rigi. Weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Inselwanderschaft vorbei ist? Ich werde natürlich den Pokédex füllen. Es muss toll sein zu wissen, was man will. Ich beneide dich wirklich darum. Ich denke, ich möchte auch gerne ein Trainer werden. Und mit dir auf Reisen gehen, Regi. Geschockt. Geschockter Lilly. Oh! Da strahlt sie wieder. Und ein Regenbogen erscheint am Horizont. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Ein Regenbogen ist schon schön. Fehlt jetzt nur noch so ein Ho-Oh, was da umherfliegt. Und ich würde mich an den Anime erinnert fühlen. So, ich würde sagen, wir gehen noch nicht hoch, sondern eher hier an die Seite. Richtig. Klappt immer wieder. Erst nicht das Offensichtliche machen, sondern das Unoffensichtliche. Ja, sprich, wir gehen hier erstmal außenrum. Hier wieder dann offensichtlich nach oben steigen. Was auch immer sich jetzt hier befinden mag. Scheint eine Art Podium zu sein. Okay, nichts ist hier. Ach, ist das etwa schon die Flöte? Ist ein Item? Ja. Ich glaube, hier ist echt nur die Flöte vorzufinden. Regi! Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte an dich nehmen? Na sicher. Du hast die Sonnenflöte erhalten. Nice. Jetzt haben wir beide Flöten, die Sonnenflöte und die Mondflöte. Ob wir damit wirklich das legendäre Pokémon beschwören können, weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Vielen Dank, Regi. Los, gehen wir wieder zum Oberhaupt des Seevolkes und fahren zurück nach Pony. Also so groß war jetzt Kokowai Island nicht wirklich. Es scheint echt eine kleine Insel gewesen zu sein. Ob es hier später noch mehr gibt? Legendäre Pokémon oder so? Da wären wir wieder. Ihr geht jetzt zum Podium, um die Flöten zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung und die Natur ist ihr Captain. Es ist nicht so weit von Hapus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Pelipper! Macht's gut. Haut rein, Captain. So, heißt also,
Wir müssen jetzt erstmal... ich habe hier keine Abkürzung geschaffen. Ärgerlich. Dann wollen wir einfach mal zur Felsenküste von Pony. Ich glaube, von da ist es auf jeden Fall weniger lang, als wenn wir jetzt hier von Dorf der Seeleute aus zu Fuß dahin gehen würden. Oder fahren würden, was auch immer. Ich denke, das ist deutlich angenehmer. So, Tauros. Ne, was? Pampros? Geh mal weg, Pampros. Wir brauchen ja auf jeden Fall Tauros. Tauros! Okay. So, auf Tauros geht's jetzt hier erstmal lang. Und was erwartet uns jetzt da oben? Scheint, als ob es da wieder eine Art Auslöser eines Events gibt. Ach, ihr schon wieder. Was macht ihr denn da? Was wollt ihr von Team Skull denn alle hier? Wir haben hier auf euch gewartet, yo. Jemand von der Aether Foundation hat uns da nämlich was gesteckt. Ihr wisst angeblich, wo wir unseren Boss Bromley retten können. Also spuckt schon aus. Lasst uns die Infos überwachsen. Wie ich euch kenne, muss ich die Infos mit Gefahr aus euch rausholen. Macht euch schon mal auf fieses Schmerzen gefasst. Oh Gott, das kann ja was werden. Ne, ah. Eine Chick, die da rummuckt, das kann ich mir jetzt auf jeden Fall nicht erlauben. Das ist nervig. Und das muss nicht sein. Muss ich jetzt gegen alle kämpfen? Es gibt ja immer diese Situation in Pokémon, wo man gegen ganz, ganz viele eines bösen Teams hintereinander kämpfen muss. Und sie hat... ein Imantis. Wurde mein Fusion-Fox jetzt eigentlich geheilt? Immer noch nicht. Was? Also ganz ehrlich, wie kann das eigentlich sein, dass ein Freezing-Fox hier nicht geheilt wird? Beziehungsweise, wo kann ich denn dafür sorgen, dass mein Freezing-Fox jetzt geheilt wird? Ah, ich glaube, ich muss einfach einen Trank oder sowas in der Art benutzen. Naja, das Imantis ist aber jetzt wahrlich kein Gegner. Was hast du gemacht? Nicht geschockt gucken, immer die Ruhe. Ich habe doch gerade was gesagt. Ah, das hat echt wehgetan. Und weg ist sie. Unsere gesamte Riege an Pokémon kriegst du jetzt auch noch ab. Wir geben 200% Rabatt, wenn wir Bromley damit retten können. Ey, yo! Ist das jetzt die Situation, wo ich echt gegen 5 Stück hintereinander kämpfen muss? Bei Hordenkämpfe gibt es ja nichts. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir kämpfen gegen 5 Stück gleichzeitig. Hordenkämpfe gibt es in diesem Spiel nicht. Ach nee, die haben einfach nur 5 Pokémon. Okay! Okay, das ist auch interessant. Soll ich hier drin bleiben und einfach mal riskieren, dass Sondersensor ausreicht? Ja, warum nicht? Nur Risk noch an. Wir haben auch noch eine Chance, dass wir vielleicht das Molong zurückschrecken lassen können. Oder wir one-shotten es einfach. Easy peasy. Ja, Molong hat jetzt nicht die besten Verteidigungswerte. Ja, also, dass das den Angriff ausgehalten hätte, das hätte mich schon sehr überrascht. So, noch ein Gastella. Okay, Gastella, das werde ich nicht mit einem Schlag besiegen können. Da gehe ich jetzt einfach mal auf Herc raus. Und wir können unseren neuen Angriff verwenden. Ja, der neue Angriff, der sollte doch gar nicht mal so schlecht sein. Okay, Gastella, was geht ab bei dir? Ich bin Gastella. Friss mal einen Ladungsstoß. Das ist nämlich mein neuer Signature-Move. Bam! One-Hit KO. Geht doch. Er braucht schon Funkensprung. So, und jetzt kommt nochmal Radikal. Aber wir wissen natürlich, dass ich gegen Radikal drin bleibe, weil auch da haben wir den Bonus, dass wir Unlicht-Pokémon auf Schwäche hitten. Bam! Einmal eine Kreuzschere und damit schicke ich dich jetzt auch irgendwo in die wilden Jagdgründe. Ich finde Alola Radikal total komisch, Leute. Der Grund, warum ich Alola Radikal total komisch finde, ist folgender. Und zwar komme ich nicht auf die Werte klar, die es im Vergleich zum normalen Radikal hat. Es ist, glaube ich, langsamer, hält aber dafür mehr aus, aber hat einen niedrigeren Angriff. Es ist also einfach tankier geworden. Hä? Also ich persönlich verstehe nicht, was man damit erreichen soll, indem man so ein Pokémon wie... ja, Alola Radikal, beziehungsweise Radikal an sich, was ja vorher auch kaum gespielt worden ist, warum man dem solche komischen Statuswerte gibt. Ich hätte Radikal dann eher so, ja, ganz, ganz wenig Defensive gegeben, dafür hätte ich das schnell und tödlich gemacht. So eine Art Chabelle, beziehungsweise Angriffsdeoxys für Arme, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, richtig? Ihr wisst, was ich meine, klar. Ich will euch nichts vormachen. So, Apollo machen wir auch fertig. Nur an sich haben die ja schon coole Pokémon. Aber wenn die jetzt... die sind nicht voll entwickelt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Zum Beispiel Gastella.
Molunk hat sich auch nicht entwickelt. Wobei, es war ein männliches, glaube ich. Von daher... Ja gut, ich habe nichts gesagt. Was mir aber auch auffällt, ist, dass Schlitzerin total weit zurückfällt. Schlitzerin kann ich aktuell kaum noch benutzen. So viele Gift-Pokémon, Flug-Pokémon und so weiter und so fort. Also, sie ist wirklich wahrlich keine gute Wahl gewesen. Bisher. Also, ich bereue es, dass ich jetzt Imantis bzw. Mantidea ins Team genommen habe. Das ist... Ja, ich will jetzt nicht gemein klingen, aber irgendwie finde ich den Slot verschwendet. Den Slot hätte ich viel lieber in irgendwas anderes verwenden können. Selbst ein Mimikyu wäre mir lieber gewesen, um ehrlich zu sein. Wobei, nein, ich hatte schon einen Geist und ein Feen-Pokémon. Irgendwas anderes. Keine Ahnung, Alola Kleinstein oder sowas in der Art. Nee, ich habe auch schon ein Elektro-Pokémon. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, oh, Flammenwurf, nice! Auf jeden Fall über Funkenflug. Perfekt, Flammenwurf, das ist so der Angriff, auf den ich auf Toxart gewartet habe. Der wird deutlich mehr Damage raushauen. Gerade auch mit unserem Pyrium Z. Und was sagt ihr jetzt? Oh, ihr wurdet geklatscht. Puh, ich hab halt verloren. Aufgeben tun wir trotzdem nicht. Bin schließlich Team Skull. Schalt mal einen Gang runter. Schlechte Verlierer sind sowas von lahm. Ach, die haben wir hier sogar eben gesehen, ne? Die gute alte Fran. Ach, die schickt jetzt erstmal die Geist weg. Und du, Lilly. Bist du wirklich bereit für das, was du vorhast? Eigentlich sollte ich mich ja für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen. Auch wenn ich ja eigentlich nur die Befehle der Präsidentin ausgeführt habe. Aber ich denke, für so eine Entschuldigung ist es jetzt wohl zu spät. Die Sache mit Bromley ist die, er mag die Präsidentin, er mag sie wirklich. Sie ist die einzige Erwachsene, die ihn schätzt und auch ernst nimmt. Sie ist... Mutter ist egoistisch. Sie hat nur Liebe für die übrig, die sich so verhalten, wie sie es sich wünscht. Aber ich werde sie retten. Es gibt da etwas, was ich ihr unbedingt sagen muss. Und Bromley kann ich dabei auch noch retten. Ach, Kindchen. Irgendwas an dir erinnert mich an die Präsidentin. Irgendwas tief in dir drin. Ihr ähnelt euch zwar charakterlich überhaupt nicht, aber die Leidenschaft, die in dir brennt, ist dieselbe. Du bist Bromley nicht schuldig und musst ihn nicht retten. Aber wenn er verschwunden bleibt, kann er sich für all die Dinge nicht verantworten, die er verbrochen hat. Und das heißt für uns was? Und du, Regi, du scheinst kein gewöhnlicher Junge zu sein. Du hast dich nicht nur gegen Team Skull zur Wehr gesetzt, sondern auch gegen die Aether Foundation und ihre dunklen Machenschaften. Das macht dich zu einem ganz besonderen Pokémon-Trainer. Dass du mir schön unsere kleine Prinzessin hier beschützt, ja? Hier, dieser Z-Kristall ist vom Typ Gift. Sieh ihn als eine Art Entschuldigung. Du erhältst den Z-Kristall Toxium Z. Übrigens, Regi, der Stein, aus dem dein Z-Ring gemacht ist, hast du von Kaporike persönlich bekommen, oder? Gib auf jeden Fall Acht auf ihn. Ohne Pokémon gäbe es keine Trainer. Vergiss das nie, sonst ziehst du dir den Zorn der Kapu zu. Wobei ich mir dabei dir keine Sorgen mache. Zeit zu gehen. Mach es gut, Fran. Selbst Team Skull hat so seine Probleme. Danke übrigens, dass du mir immer zur Seite stehst, Regi. Dafür heile ich mal eben auch dein Team. Wow. Ganz, ganz nett von dir, aber mein Team hat das aktuell auch echt nötig. Regi, machen wir uns auf zum Podium. Zum Canyon von Pony ist es nicht mehr lang und es geht dort entlang. Und der Canyon von Pony ist ein besonderer Ort, Leute. Weil dort würden wir jetzt gleich ein Event triggern. Ich möchte aber die heutige Folge eigentlich nicht allzu lang machen. Stattdessen werde ich jetzt nochmal kurz Backtracking betreiben. Weil das nächste, was wir hier machen werden, ist wichtig. Also die nächste Folge, die wird sehr, sehr, sehr wichtig sein. Wir würden jetzt nämlich relativ zeitnah etwas triggern, was relevant ist für die Story, sag ich mal. Und vor allen Dingen, wir können bald auch Pokémon entwickeln. Und das ist für das ein oder andere Pokémon echt wichtig. Ich werde jetzt, wie gesagt, nochmal kurz ein bisschen Backtracking betreiben. Es gibt da etwas, was ich finden muss. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, nachdem wir Lapras bekommen haben, dass ich auf meiner Alternativedition geschaut habe, was ich jetzt unter dem Surfer-Ding machen kann. Richtig? Richtig. Und heute habe ich genug Zeit am Ende. Ich habe das immer aufgespart, Leute. Ich habe mir immer aufgespart, dass ich das irgendwann mal später machen werde. Wenn ich mal so ein bisschen Zeit am Ende einer Folge habe, okay? So, stattdessen
Stimmt, es gibt noch etwas, was ich da machen muss. Und zwar werde ich jetzt auch nochmal Items kurz verteilen. Ja, wo haben wir es denn? Zauberwasser. Bam! Ich habe Freezing Fox. Und zwar auf Europe. Ist konstanter und ich habe mit dem Premium-Set diverse Probleme. Haha. Stichwort YouTube. Toxium-Set werden wir nicht benötigen. Das passt aber so. Aber ich... Warte. Ich brauche auf jeden Fall Schutz. Besten natürlich Top-Schutz. Und wir müssen jetzt hier... Wir dürfen nicht auf Tauros sein oder auf Lapras. Wir müssen Twilight benutzen. Das war halt nämlich, wie gesagt, das Problem. Es gibt hier jetzt nämlich einen Ort, wo man auf jeden Fall Tohido braucht. Ansonsten geht es nicht weiter. Und es gibt eine TM, die ich definitiv ins Team nehmen möchte. Hier, zack, diese Steine. Da kommt man nämlich mit Lapras noch nicht weit. Aber, bam, hier gibt es eine wichtige TM. Und zwar TM80 Steinhagel. Ganz, ganz wichtige TM, meiner Meinung nach. Und gerade für den Spielverlauf könnte die schon dem einen oder anderen Pokémon von uns helfen. Und zwar wäre das in unserem Fall nur Kumpelburg. Ja. Ich hätte gedacht, das können jetzt ein bisschen mehr lernen. Naja, gut, dann wird das heute auf jeden Fall mal ein bisschen kürzere Folge. Back to Pony. Ich dachte eigentlich jetzt, hier können wir was Schönes erreichen, etwas Schönes machen, aber dem ist dann, glaube ich, leider tatsächlich nicht so. Ja, Leute, wie dem auch sei, ich begebe mich jetzt auf jeden Fall nochmal kurz vor den Screen, wo ich dann die nächste Folge einleiten werde. Deswegen kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat hier, diese Folge, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und ihr dürft mir jetzt heute sogar nochmal eine zusätzliche Frage beantworten. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, was ihr persönlich von Team Skull haltet. Das ist echt eine interessante Frage, weil ich mag Team Skull. Mich würde aber interessieren, ob Team Skull generell auch bei euch gut ankommt. Naja, Leute, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Bis bald. Euer Regi.